Hallihallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Und ich erinnere mich jetzt, was, ja, danke Kazooie, dass du schon wieder so anfangen musst. Ich erinnere mich jetzt, was es mit Gobi auf sich hat. Der funktioniert erst, wenn wir Schuffi hergeholt haben, denn dann passiert ein Ereignis, dass Schuffi nicht mehr wirklich benutzt werden kann, wenn wir ihn zum Vulkan holen. Und dafür brauchen wir Gobi. Jetzt ergibt alles wieder einen Sinn. Ich erinnere mich, ja, Bruchstücke in meinem Kopf, ihr werdet wieder eins. Okay, dann nicht. Aber ausruhen können wir uns trotzdem. Yeah, seht mich an. Bin ich einfach süß, wie ich da so blähe in meinem Ranzen. Yeah. Diese Fähigkeit ist echt praktisch. Nicht wahr, Sabremann? Ja, du gehst da auch schon, ne? Jetzt auch eine Runde pennen hier, bitte. So. Dann heißt es jetzt auf zu Sabremanns Zelt und uns wahrscheinlich ein Puzzlo abstauben. Dann könnten wir die Sache mit Gobi erledigen jetzt auch, nachdem das Rätsel gelöst ist. So, dankeschön. Und die Alienkinder wollen wir befreien. Wir wollen Momos Haustür einknallen, zumindest die Seitentür. So, gehen wir zum Anfang gleich. Passt doch perfekt, denn hier ist ja gleich das Zelt. Ups. Und bin ich runterfallen? Können wir hier rein? Nein, aber wir können ihn rausholen hier. Du bist zu Hause. Ganz schön heiß. Mein Zelt, meine Ausrüstung. Es ist alles noch so, wie ich es vor all den Jahren verlassen habe. Ist wahrscheinlich sowieso wertlos. Mein Schatz ist auch noch da. Du darfst ihn haben, werter Herr. Es ist ein goldenes Puzzlestück ohne Wert für mich. Ich gehe in Rente. Ah. Er geht in Rente und geht jetzt langsam tapert zu seinem Bett. Und Bären und ihre eigenen Abenteuer. Tja, mein lieber Sabremann. Oh yeah, mein Abenteuer besteht aus goldenen Puzzlos, Noten und hässlichen Hexen. Deins bestand aus Wölfen und irgendwas in der Art. Mit Abenteuern halt. Ich habe leider dein Spiel nie gespielt, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Wisst ihr, wie das Spiel von Sabremann heißt? Das wurde auch von Rare irgendwie entwickelt, ne? Ich weiß es leider nicht mehr. Hamna. So, Vereinigung. Machen wir das jetzt eigentlich dann mit unserem guten alten Gobi? Ja, das machen wir jetzt mal. So, dafür muss ich mal gucken, wo ich dafür hin muss. Ich glaube hier, ne? Nee, hier doch nicht. Ist das noch ein tiefer? Nee, das ist nicht noch ein tiefer, oder? Nee. Ah, verbrannt. Es ist so heiß am Fuß. Gut, wisst ihr was? Bevor ich mich hier wieder im Suchen verharre, ich gehe einfach mal zum Mumbo vorher. Und zu gucken, was der dort so hat. Ja, ihr findet euch so toll, ihr Feuerhände. Was sind das für Viecher? Egal, Mumbo weiß alles. So, Granateneier auswählen. Und bada bum. So, was haben wir hier hinter der guten Tür? Eine Abkürzung zu Wumbas Wigwam? Okay. Warum ist Mumbos Schädel direkt mit Wumbas Wigwam verbunden? Läuft da etwas? Alles klar, das ist gruselig. So gruselig, dass ich glatt eine Erdbeere essen muss. Erdbeeren. So, wo ist jetzt dieser Hauptbahnhof? Ich musste doch über Steine dafür hüpfen. Über Steine muss ich hüpfen. Und die Steine, die ich hüpfen musste, sind die nicht zufällig die da hinten? Leider weiß ich es nicht mehr. Wisst ihr was, damit ich nicht suchen muss, mache ich es mir einfach. Ich werde jetzt einfach dort den Weg nehmen, den man eigentlich mit Kazooie und Banjo nehmen müsste, nachdem man Schuffi schon hergeholt hat, nämlich diesen Special Weg hier. Das ist der einzige Weg, den ich mir merken kann. Oh Mann. Immer diese Merkaufgaben hier.
Ich kann mir ja nicht so viel merken. Das ist das Blöde bei mir, ne? Das ist echt das Blöde bei mir. So, mit hüpfen. Na ja, wow. Greift mich bloß nicht an, ihr fiesen Schnitzel. Tapa, tapa, tapa. Uah. Doofe Hand. Aua, Mann. Es trifft mich immer und immer wieder. Immer wieder. So, Gobi, dich brauche ich leider immer noch nicht. Dafür muss ich jetzt aber Chuffy holen. Chuffy arbeitet beim Frachtdienst bei der Grundi GmbH. Was ist das echt? Möchtest du von Chuffy abgeholt werden? Ja, bitte. Grundi GmbH, dort gammelt er immer noch rum. Zeit für noch eine Erdbeere. Und da kommt Chuffy an. Ganz schön gefährlich eigentlich, die Schienen. Und was ist jetzt los? Bist du blind, Chuffy? Steht genau vor dir. Ja, ja, sorry. Okay. Kann ich eigentlich hier rein? Was ist denn hier? Ist hier eigentlich immer noch Briketto Blanco? Ja, anscheinend nicht. Schade, wäre cool, wenn der hier so rumlaufen würde und so, hey, was geht ab, Kumpel? Hä? Aber er war ja auch nur Kohle. Oder so ein riesiger Kohlehaufen zumindest. So, Chuffy ist jetzt erstmal erledigt. Beziehungsweise glaube ich mal einfach, dass es so war, dass durch die Hitze sein Heizkessel überhitzt ist und er nicht woanders hinfahren kann. Glaube ich, so war das. Und deswegen mit Gobis Wasser der Heizkessel abgekühlt werden muss. So, hier sind wir. Wo ist denn das jetzt? Ach, das ist direkt daneben und ich laufe auch noch rein. Oh mein Gott, schlagt mich bitte. Bitte. Oh. Wieso? Wieso? Gut, versuchen wir das erstmal mit Gobi. Und dann versuchen wir, die Alien-Kinder zu retten. Und lauf, laufi, laufi. Immer dieses Hi, 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 hi. Oder sagt Hey oder Hi. Immer der gute Jinjo. Oh, das will ich aber auch immer treffen, ne? Stirb. Oh, es ist so kalt. Okay. Gobi, geht's jetzt? Bitte nicht. Doch, Mann. Gib mir dein scheiß Wasser. Ha. Oh nein, ich habe mir das seit dem letzten Spiel aufgehoben. Ah, ja, mein Heizkessel ist jetzt kalt genug. Jetzt darfst du den Chuffy-Zug auf die Eisseite fahren. Ach, darf ich? Das will ich sehen. Scheiße! Oh, fuck. Oh, fuck. Das will ich sehen, dass ich jetzt auf der Eisseite fahren darf. Nee. Ist da der Hauptbahnhof nicht? Ist der, oder... Muss man da einen Hauptbahnhof nicht öffnen? Naja, man muss da einen Hauptbahnhof öffnen. Ja, also wirklich. Aber Fakt ist, man durfte nicht vor zum Hauptbahnhof, ehe man das gemacht hat, von der Eisseite. Aber den Hauptbahnhof müssen wir erstmal öffnen. Tja, hier gibt es zwei Seiten. Das heißt auch sozusagen zwei Welten. Das sind zwei Welten in eine. Und lustig ist, dass, glaube ich, so eine Art Welt geplant war, in Banjo-Kazooie schon drin zu sein. Genauso wie die Klunker-Kluftmine und der Hex-Hex-Park, glaube ich. Diese drei Welten waren geplant auch in,
Banjo-Kazooie drin zu sein. Die Beta allgemein hatte viel mehr Level eigentlich, als sie dann später im Spiel drin waren. Ich glaube irgendwie, wie waren das? 13 oder 14 Level und es haben ja, glaube ich, nur 10 geschafft oder so, ne? Oder 9 sogar nur. Und, ein Level ist sogar zu Donkey Kong 64 übergewechselt, nämlich dieser, wie ist der Scheiß? Ich weiß nur im Englischen, Fungi's Forest. Was jetzt zu Click Clock Woodbounce wurde. Also, eigentlich war ja der Eingang, glaube ich, geplant, dass es der Eingang bei Clankers Cavern sein sollte. Die Welt Clankers Cavern sollte früher Fungi's Forest sein, bin ich der Meinung. Weil die auch ziemlich in der Nähe ist des Schalters, der ja Click Clock Wood freischaltet, der sollte eigentlich Fungi's Forest freischalten. Weil man das auch sieht mit Moos und so pilzig drumherum, das ist eigentlich alles gar nicht so für Click Clock Wood gedacht gewesen. Und das ist auch der einzige Grund, warum der Schalter so weit vom Level entfernt ist, nämlich der Click Clock Wood Schalter von Click Clock Wood, dem eigentlichen Level. Das ist ja übel weit entfernt, am Anfang oder am Ende von Grundys Höhle. Und der Grund ist, da es eigentlich geplant war, dass Clankers Cavern das Level sein sollte, das dadurch freigeschaltet wird. Bäm, jetzt habt ihr es. Ich nehme an, dass es so war. Ich habe mich so informiert. Und hier ist eine Tür, die ich nicht brauche anscheinend. So, Tele. Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet und habe keine Ahnung, warum ich hier hochgegangen bin. Alien-Kinder finden, Alien-Kinder finden. Genau, da war ja was mit Alien-Kindern. Hast du was für mich? Nein. Heißt du was für mich? Ja. Danke. Ich muss aber erstmal runterkommen dafür. Alter, komm runter. Ja, ja, ich gehe ja schon. Himna. Die Kinder, die Kinder. Eins war dort hinten. Das hole ich jetzt. Und hoch. Oh, diese Viecher schon wieder. Na, du? Oh, er hat nicht meine Honigwabe für mich. So ein Schweinehund. Und hier ist der Globo für die Humba. Schöne Sache. Na, Honigwaben sind wichtig. Kann ich das so kaputt machen? Aha. Hallo. Mit einer Ginger-Puppe. Danke, Erdling. Und der geht jetzt einfach so ins Wasser. Hier ist einfach nichts, okay. Schön. Und yeah. So, und der Gegner ist auch wieder gekommen. Ich hab's, glaube ich, gehört. Und jetzt ist er auch schon wieder gegangen. Eigentlich voll brutal, wie man die Viecher tötet. Ich meine, der Kopf platzt oder sowas in der Art. Sieht auf jeden Fall ziemlich hart aus. Dann war, ach ja, guck mal, eins ist schon wieder da. Dann war eins hier noch. Und eins hat ja da oben gefroren, ne? Rumgegammelt, das Arme. Und, what? Oh. Was hat es? Keine Ahnung. Versuch doch eine Schnabel zur Mundwiederbelebung. Niemals. Das ist ein Job für einen professionellen Facharzt. Aber du meinst nicht Sabremann, oder? Ich glaube, du meinst wohl doch Mumbo. Muss ich den zweimal jetzt benutzen, die Mumbo-Platte dort oben? Einmal fürs Kind und einmal für den, oder was? Hätte das gedacht. Und einmal für diese arme Honigwabe, die jetzt stirbt. Naja, war genauso weit jetzt. Gut, wir haben ja die Abkürzung zum Glück geschaffen. Das ist praktisch. Tja, Mumba, du ratest wohl, warum ich einfach durch deinen Schleier durchgehe. Tja, ich weiß, dass du connected bist mit Mumbo im Geheimen. Ne, Mumbo, ich kenne jetzt euer Geheimnis. Du wieder wollen Mumbos Hilfe? Nein, ich wollte wissen, was das Loch in der Wand soll. Tja, das werde ich dir zeigen. Ich gehe da jetzt einfach durch und hohohoho. Habe ich ein bisschen Spaß. Ja, so ist der unser Mumbo. So, müssen wir jetzt wirklich nochmal diese Platte benutzen? Das Kind ist auf jeden Fall tot. Anscheinend. Anscheinend, auf jeden Fall. Entscheide dich. Okay, die Platte ist immer noch da. Das heißt wohl, ich muss sie nochmal benutzen. Hoffen, das funktioniert erneut. Lebenskraft für das Alien-Kind.
Krieger mit einem rosa Pyjama. Und irgendeinem komischen Gesicht auf dem Anzug. Danke. Nicht alle Erdlinge. Hirnlos. Fies. Ja, aber trotzdem alle Aliens hässlich wie die Nacht. So. Dieser Weg. So. Hallo, Mumba. Mumba? Schon wieder? Wumba. Warum sage ich Mumba? Alter. Ich weiß es auch nicht. Oh Mann. Wumbo und Mumba. So nennen sie wahrscheinlich ihre Kinder. Nicht wahr, Wumba? So, wo war das letzte Kind? Wo komme ich? Wie komme ich da am besten hin? Das hat doch irgendwo da oben gegammelt. Nee, hier nicht anscheinend. Hier wohl gar nicht. So, das zweite ist auch schon da. Da freust du dich, Daddy, nicht wahr? Ja, yay, yay. So, man sieht dir förmlich seine Freude ins Gesicht geschrieben. Wir gehen wieder auf die obere Seite. Oh, ja. Oh, tut mir leid. Sorry, Bro. Oder sowas in der Art. Das Sorry nehme ich zurück. So, jetzt gucke ich mal kurz. Ach, das ist hier, okay. Ich glaube, dort oben ist es, oder? Kann gut sein, dass es dort oben ist und gammelt. So. Hier können wir, glaube ich, ganz leger hoch. Nein. Verdammt. Kommt da etwa nur Kazooie alleine hin, oder was? Ist der Banjo dafür zu fett, oder was? Kazufu! 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 Komme ich da vielleicht mit meinem kleinen Banjo-Trick hin? Das werde ich herausfinden müssen. Ja, das komme ich. Okay, und das führt wohin? Ach so, guck mal, das sieht aus wie der Bahnhofsschalter. Ach so, okay, das war einfach so ein simpler Weg. Nur mal kurz gerettet. Gut, aber dann holen wir mal Kazooie her. Schwups. Sie benutzt einfach den Teleporter, geht schneller. Zu Wumba, bitte. Und dann, schwups, gehen wir mal wirklich zu Wumba. Und vereinigen uns mal. Vereinigen uns. Transformieren uns mal bei ihr. Denn die Verwandlung hier ist ganz lustig eigentlich. Muss man wirklich zugeben. Nicht wahr? Ja, ganz toll. Du hab ein Globo, weines Humba geben. Humba, Wumba. Natürlich, ich werfe es einfach hinein mit meiner französischen Achsel. Zauberfett, ich springe in den Wumba-Becken. Warum nennt sie es nach ihren eigenen Namen, das Becken? Kann sie sich einfach Zauberbecken nennen? Yeah, wir sind eine Schneekugel. Wumba, das nennen Schneeball. Du betätigst den linken Stick, um zu bewegen dich, und du drückst X, um zu ausführen viele starke Rollattacke. Oh Mann. Und unser Leben richtet sich danach, wie selber durch den Schnee rollen. Wir werden dadurch auch größer. Das ist voll cool. Zwar auch langsamer und fetter. Und jetzt sind wir extrem fett. Und wenn wir Feuer berühren oder Schaden kriegen, werden wir kleiner. Aua! 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 Hups! Hups! Ich muss noch durch dieses Loch passen. Das wäre natürlich sehr praktisch. Schon zu fett. Kann ich nicht auch einfach durchs Wasser durch? Ich weiß gar nicht. Konnte ich da einfach durch? Nein. Aber ich kann mich kleiner machen dadurch. Das will ich doch mal. Komm her! So, das ist praktisch. So, jetzt komme ich doch da durch. Jetzt kannst du auch ruhig wieder ein bisschen wachsen. So, wo war genau jetzt der Schalter? Ich muss dafür dort hoch, ne?
Ich bin fett, seht mich an. Ich hoffe, diese Fettheit reicht schon für den Schalter. Yeah. Nein, reicht sie noch nicht, oder was? Ich muss noch einen fetter werden. Okay. Und... Yeah, jetzt... Oh, na klar. Die Magie ist mit dir. Magic. So, jetzt sind wir wieder richtig fett. Jetzt sind wir die Fettesten hier. Big Eye Joe. Haha. Eisbahnhof. So, jetzt kann ich da mit Schuffi hin. Sehr schön. Was hat denn der Eisbär hier noch für eine Rolle? Der hat hier noch irgendwas zu tun, da bin ich mir sicher. Schneeball. Aber mir fällt gerade nicht ein, was, und der Part ist auch zu Ende. Schneeball-Action, yay. 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 Ich glaube mal, ich verwandle mich erstmal zurück, aber dafür... werde ich klein. Und das Telefon fängt an zu klingeln. Cool. Hutsch, wups. Yeah, geile Mucke. Ich liebe den Soundtrack. Gut, aber mit dem Klingeln, was sollen wir nicht aufhören will, beende ich jetzt einfach mal den Part, Freunde. Also, ciao.